Tja, nächste Programmvorschau. Ihr seht es hier eingeblendet. Ich habe es ja im letzten Video auch angekündigt gehabt, ja, dass ich so mir überlegt habe, doch nochmal die ein oder andere Message an die Flüchtlinge rauszuschicken. Ist allerdings, und Gott sei Dank, und soll nicht so verstanden werden, es ist nicht rassistisch, es ist nicht mit Ressentiments behaftet, es ist nichts Bösartiges, es ist einfach hier nochmal für diese Menschen jetzt hier auch auf und in unterschiedlichen Sprachen dargelegt, wie ich die Lage beurteile, wie der Sachstand, die dramatische Situation im Bund ist und einfach auch nochmal ein Inkenntnissetzen dieser Menschen, die glauben, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, zu migrieren oder zu flüchten oder wie man das dann auch immer nennen mag, die vielleicht auch da und dort oder nicht nur vielleicht da und dort tatsächlich, doch kann man schon so sagen, besser behandelt werden als die eigene Bevölkerung, aber die letzten Endes dann auch ins Gras beißen, heißt nicht unbedingt, dass sie sterben müssen, aber ich habe es da in einem Satz in dem Hauptfilm gebracht. Bald ein Land hier erleben, in dem sie geglaubt haben, glücklich und zufrieden zu werden, und aber dass sich dieses Land, also mein Land, das Deutschland, sich peu à peu verabschiedet und dann auf einem Zustand sich oder in einem Zustand sich befindet, der bei weitem noch armseliger ist als die 95% der Flüchtlinge, die natürlich auch sich wirtschaftlich verbessern wollen und wollten, aber bald dann eben auch merken, dass sie auch nur benutzt worden sind und dass sie möglicherweise ihre Flucht dann auch bereuen, weil eben dann das Land, wohin sie jetzt hier geflüchtet sind, noch armseligere Zustände erfährt als das Land, das Heimatland, aus dem sie geflüchtet sind. Und sie sind ja aus wirtschaftlichen Gründen geflüchtet. Theoretisch könnte man es dann wieder rumdrehen. Wenn sie dann wieder zurückgehen, dann würden sie wieder sich verbessern. Ja, könnt ihr gerne schauen bei VK, BitChute, Odyssee und Rumble. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch nachher noch ein Weihnachtsspecial jetzt so nur für meine Zuschauer, für meine Zuhörer ist vielleicht auch mal nötig. Ja, und dann zumindest, was das jetzt hier betrifft, vielleicht bis gleich. Tschüss!